Für Jasmin Eichel und die Gardetänzer der Lindener Narren aus Hannover beginnt der Sonntag früh. Schon gegen 7.30 Uhr sind alle in der Halle. Bis zum Auftritt in rund 3,5 Stunden gibt es noch viel zu tun. Damit es ein erfolgreicher Auftritt wird, muss alles stimmen. Und zwar wirklich alles. Weil quasi ja alles einheitlich sein muss bei unserem Tanz. Alle Röcke müssen auf der gleichen Länge sein, alle Perücken müssen gleich lang sein, alle Hüte müssen gerade sitzen, weil wir quasi eine Einheit sind. Man soll eigentlich keine Unterschiede sehen können. Jasmin tanzt heute in mehreren Disziplinen, unter anderem in der weiblichen Garde. Da soll auf jeden Fall der Titel bei der Niedersachsenmeisterschaft verteidigt werden. Ich glaube, die rocken das heute. Die wollen auf jeden Fall. Die haben über ein halbes Jahr trainiert, um heute hier auf der Bühne zu stehen. Und von daher wissen sie, was auf dem Spiel steht. So langsam wird es ernst. In der Garderobe gibt es noch einen letzten Motivationsschub. Und habt ihr Bock? Ja. Ja. Habt ihr Bock? Ja. Habt ihr Bock? Ja. Dann legen wir los. Noch aber tanzt in der Halle die Konkurrenz. Insgesamt 23 weibliche Garden treten in Hannover an. Die Lindener Narren sind die Vorletzten, die sich präsentieren. Noch geht's. Noch ist der Blutdruck quasi unten. Mein Puls merke ich trotzdem, aber es hält sich noch in Grenzen. Ich habe einfach nur Spaß. Freue mich jetzt auf die Bühne zu gehen. Anschließend heißt es 3 Minuten voller Körpereinsatz. Während manches noch spielerisch leicht aussieht, tut anderes schon beim Zugucken weh. Für die Tänzerinnen heißt es jetzt warten auf das Ergebnis der Jury. Für die Organisatoren gab es schon Rückmeldungen. Fazit ist, dass wir sehr viel Feedback bekommen haben von Vereinen, die ja aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz überall hergekommen sind und haben gesagt, Mann, in Hannover, in Niedersachsen, das hätten wir euch nicht zugetraut, ihr seid richtig mega gut. Und das macht einen natürlich stolz, dass man alles richtig gemacht hat beim Turnier. Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft hat sich für sie heute erledigt. Allerdings, ihren Landestitel konnten sie verteidigen. Wir haben den Niedersachsen-Meistertitel geholt, bin sehr mehr zufrieden. Waren ein paar kleine Patzer drin, aber wir sind, haben, glaube ich, alles gegeben da oben und das ist das Wichtigste. Das nächste Ziel sind jetzt die deutschen Meisterschaften 2025. Dann werden die Pokale zum ersten Mal in Hannover vergeben.